Herzlich willkommen zu einem neuen Special hier auf die Filmfabrik. Am 18. August ist es endlich soweit. Nach Man of Steel und Batman wie Superman von Zack Snyder startet DCs nächster Angriff auf die Kinokassen, nämlich Suicide Squad. Wie jeder weiß, geht es darin um die verschiedensten Bösewichte aus dem DC-Multiversum. Heute sprechen wir aber mal, woher dieser Suicide Squad überhaupt kommt. Wir sprechen über seine Anfänge, über seine wichtigsten Mitglieder und im Prinzip über all das, was man wissen sollte, bevor man sich den Film ansieht. Zum allerersten Mal kam der Suicide Squad in der DC-Comic-Reihe The Brave and the Bold vor. Das war eine recht langlebige Comic-Reihe, die von den 1950ern bis in die 80er existierte. Darin gab es wechselnde Figuren, die wechselnde Gefahren bekämpft haben. Ab Ausgabe 25 nutzte DC Comics die Reihe, um immer wieder kleinere Experimente durchzuführen und zu gucken, was für Figuren bei den Lesern gut ankommen. So wurde in der 28. Ausgabe zum Beispiel die Justice League of America eingeführt und in der eben erwähnten Ausgabe 25 im Jahr 1959 kam ein ganz anderes Team zum allerersten Mal vor, nämlich die Task Force X, der offizielle Name des Suicide Squads. Die Ausgabe trug sogar den Namen Suicide Squad Mission Number 1, The Three Waves of Doom. Darin geht es darum, dass erst eine seltsame, hitzeausstrahlende Monsterwelle über einen Strand wütet und dann ein riesiges Monster die Erde angreift. Panik macht sich breit, doch ein heroisches Team von wagemutigen Agenten kann sich der Gefahr entgegenstellen. Dieses Team heißt eben TFX, Task Force X, wird aber auch schon in den Comics und auch in diesem Comic immer Suicide Squad genannt, denn dieses Team begibt sich auf unglaublich gefährliche Missionen. Sie besiegen übrigens das Monster, indem sie in eine Rakete steigen, an das sich das Monster dann dranhängt und schleudern es Richtung Sonne. Und Anführer dieser vierköpfigen Truppe ist der Geheimagent Rick Flagg Jr. Die Task Force X kam in einigen weiteren Ausgaben der Comicreihe vor und ständig mussten sie gegen irgendetwas überdimensional Großes kämpfen, gegen riesige Vögel zum Beispiel oder gegen Zyklopen. Das entspricht dem US-amerikanischen Science-Fiction-Klischee der 50er. So sehe ich das zumindest, also ich sehe darin eine Parallele. In dieser Zeit war nämlich Science-Fiction sehr gefragt, aber auch eine sehr bestimmte Form. Die Menschen, vor allem in den USA, hatten nach dem Zweiten Weltkrieg und mitten im Kalten Krieg ständig Angst davor, dass die Regierung einander und vielleicht sogar die gesamte Erde mit Atombomben zerstören. Radioaktivität und die Folgen davon, wie zum Beispiel Mutationen, waren ein ständiges Thema und eine Bedrohung, die stets in den Köpfen der Bürger war. Aber auch die Angst vor Spionage und Terrorismus war fest in den Psychen der Menschen verankert. In dieser Zeit wurden einige phänomenale Science-Fiction-Filme geschaffen, wie zum Beispiel Der Tag, an dem die Erde stillstand oder der hochinteressante Endstation Mond oder zum Beispiel der absolut großartige Forbidden Planet mit einem ernsten, jungen Leslie Nielsen. Aber in der Regel waren die Sci-Fi-Filme der 50er vor allem für Teenager und ständig ging es um unbekannte Monster, die oft auch einfach überdimensional groß waren. Da wurden einfach irgendwelche Tiere genommen und groß gemacht zum Teil. Man nutzte also für diese Filme die Ängste dieser Zeit. Und genau in diese Kerbe schlugen eben auch die Suicide Squad Comics aus der The Brave and the Bold Reihe. Dann wurde es lange Zeit still um die Task Force X. Gemessen an dem heutigen Hype um die Truppe waren sie auch eher unbekannt. Erst 1987 gerieten sie wieder etwas mehr ins Zentrum der Öffentlichkeit. In der 14. Ausgabe von Volume 2 der Comicreihe Secret Origins wurde nämlich etwas ganz Neues über den Suicide Squad erzählt. Vor dem heroischen Suicide Squad mit Rick Flagg Jr. an der Spitze gab es zur Zeit des Zweiten Weltkriegs bereits eine weitere Geheimorganisation, nämlich den Suicide Squadron. Dabei spielt das Heft eigentlich in den 80ern. Darin geht es darum, dass Agent Sarge Steele den amtierenden US-Präsidenten Ronald Reagan davon zu überzeugen versucht, den Suicide Squad aufzulösen. Die Regierungsangestellte Amanda Waller ist vollkommen dagegen und übergibt Reagan ein Dossier, das die Geschichte des Suicide Squads aufdeckt. Dadurch erfahren wir vom Suicide Squadron und auch, dass dieser Suicide Squadron von Rick Flagg Juniors Vater angeführt wurde, von Rick Flagg Sr. Dieser Suicide Squadron hatte aber eine ganz andere Besonderheit. Der Suicide Squadron bestand aus Kriegsverbrechern, aus verurteilten Soldaten, denen zum Teil die Todesstrafe drohte, die perfekten Menschen also für Missionen, die wahrscheinlich zum sicheren Tod führen. Diese Idee basiert wiederum auf einem ganz besonderen Zweiten Weltkriegsfilm, Das dreckige Dutzend aus dem Jahr 1967. Darin geht es um den sehr eigenwilligen Major John Reisman, der von Lee Marvin verkörpert wird. Major Reisman soll ein Spezialkommando ausbilden, das hinter den feindlichen Linien agieren und ein Schloss angreifen soll, in dem sich zahlreiche deutsche Wehrmachtsoffiziere zur Erholung aufhalten. Eine absolute Kamikaze-Mission also. Und Fun Fact, Lee Marvin selbst bezeichnete den Film später als Müll.
Kurz auf Secret Origins und die Geschichte um den Suicide Squadron folgte im selben Jahr, nämlich im Jahr 1987, eine ganz neue Comic-Reihe von Autor John Ostrander, nämlich die erste völlig eigene Suicide Squad-Reihe. Die erschien monatlich und zwar bis ins Jahr 1992. In dieser Reihe wurde der Suicide Squad genauso etabliert, wie wir ihn heute kennen. Verbrecher, die unter der Leitung von Amanda Waller auf Himmelfahrtskommandos geschickt werden. Sie kämpfen gegen Jihad, eine Organisation, die heute Onslaught heißt. Das sind Terroristen aus dem fiktiven Land Kurak aus dem Nahen Osten. An der Spitze des Suicide Squads ist auch wieder einmal Rick Flagg Jr. Aber mittlerweile ist er nach einer gescheiterten Mission in Kambodscha ein veränderter, unberechenbarer Mann geworden und nicht mehr der heroische, vorbildliche Held von früher. Weitere Kernmitglieder des Suicide Squads sind der selbstzerstörerische Deadshot, ein Attentäter und der beste Scharfschütze der Welt, Captain Boomerang, ein australischer Experte für Wurfwaffen jeglicher Art, insbesondere natürlich Boomerangs, Enchantress, die den wahren Namen June Moon trägt und deren Körper von einer bösen Hexe besessen wird, und Bronze Tiger, der beste Martial Arts Kämpfer der Welt. Auch Nightshade ist Teil des Kernteams. Sie ist eigentlich kein Bösewicht, sondern eine Superheldin, die Schatten manipulieren kann. Im Laufe der Reihe traten aber noch zahlreiche weitere Figuren in das Team ein, wie zum Beispiel der Pinguin oder Mirror Master. Und im Hintergrund der 80er Suicide Squad Reihe agierte stets eine weitere sehr bekannte Figur, Barbara Gordon, die Tochter von Commissioner Jim Gordon. Sie war ihrerseits früher das Batgirl, aber in der legendären The Killing Joke Storyline schießt Joker mit einer Pistole auf sie, woraufhin sie im Rollstuhl landet. Als Computerexpertin verschafft sie dem Suicide Squad unter ihrem neuen Decknamen The Oracle ständig wichtige Informationen. Also ja, The Oracle wurde von Ostrander in Suicide Squad eingeführt. Und dieser Suicide Squad wurde als Regierungsinstrument immer wieder eingesetzt, um politische Gegner auszuschalten. Oft ging es hier um Gegner, bei denen es wenig Sinn macht oder machte, so klassische DC-Helden wie Superman und Batman auf sie loszulassen. Terroristen waren deswegen ein Feind, diabolische Regierungen und ähnliches. Viele, mich eingeschlossen, finden Suicide Squad gerade deswegen so cool, weil die Grundidee halt einfach spannend ist und es Spaß macht, eine Comicwelt mal aus der Sicht der Bösewichter zu betrachten. Dabei war Suicide Squad nicht das erste Mal, dass DC das Ganze so aufzog, denn mehr als 10 Jahre vor der Suicide Squad-Reihe aus den 80ern von John Ostrander ist eine andere interessante Comic-Reihe erschienen, die heute nicht mehr ganz so bekannt ist, nämlich The Secret Society of Supervillains. Darin geht es um eine Gruppe von Superbösewichten, die zusammengerufen werden, um eine neue Organisation zu gründen, die gegen die Justice League of America kämpft. Und Fun Fact, Teil dieser Gruppe war auch schon Captain Boomerang. Die gesamte Grundidee von Suicide Squad ist dabei für DC ganz besonders raffiniert. Wenn DC-Helden gegen verschiedene Bösewichter kämpfen und sie ins Gefängnis oder zum Beispiel ins Arkham Asylum bringen, dann lässt sich ja die Frage stellen, warum zur Hölle sie da immer wieder auf magische Weise rauskommen. Ein Handlungselement ist dabei eben der Suicide Squad. Und damit meine ich Folgendes: Wer bei Missionen für die Task Force X mitmacht, der bekommt einen Straferlass. So kann man wie bei einer Drehtür die Bösewichter immer wieder auf die Superhelden loslassen und bei den Missionen fliehen. Das können sie nicht, denn sie bekommen meist Halsketten aufgesetzt oder irgendwas implantiert, an dem sich Sprengstoff befindet. Ein Deserteur kann also aus der Distanz ohne Probleme eliminiert werden. Ihr habt jetzt gelernt, dass der Suicide Squad in den 50ern noch eine ganz normale Heldentruppe war und erst in den 80ern wurde aus dem Suicide Squad die Gruppe von Anti-Helden, die wir heute kennen. Das Ganze setzte sich dann viele Jahre danach in weiteren Comicreihen fort. Es gibt nämlich insgesamt 5 verschiedene Comicreihen, die Suicide Squad heißen und sich ausschließlich um die Task Force X drehen. Wer DC Comics wirklich kennt, der weiß, dass DC in seiner Geschichte immer wieder die verschiedensten Ereignisse hat stattfinden lassen, um seine gesamten Handlungsstränge neu zu sortieren, damit alles wieder schön irgendwie Sinn macht. So haben sie sich zuletzt im Jahr 2011 ein Multiversum mit 52 Universen und 52 neuen Comicreihen geschaffen. Das Ganze ist wirklich nicht ganz so leicht zu durchblicken, aber eine dieser 52 Comicreihen war Suicide Squad Volume 4, also die 4. Reihe, und darin wurde erstmals ein ganz besonderes Mitglied des Suicide Squads etabliert. Harley Quinn. Die heißt eigentlich Harleen Quinzel und war Therapeutin im Arkham Asylum. Sie behandelte den Joker und verfiel seinem komischen Charme. So wurde sie zu seiner größten Anhängerin und zum Teil auch zu seiner Geliebten. Übrigens kam Harley Quinn zum allerersten Mal nicht im Comic vor, sondern im Fernsehen, nämlich in der 22. Folge der Zeichentrickserie Batman The Animated Series. Die Comicreihe hingegen lief bis ins Jahr 2014 und im selben Jahr startete eine neue Reihe namens New Suicide Squad. Das ist die ganz aktuelle Reihe rund um das Team der Anti-Helden und die läuft immer noch.
Der Suicide Squad trat aber nicht nur in seinen eigenen Comicreihen auf, sondern immer wieder in den verschiedensten Sonderbänden oder auch in anderen Comicreihen anderer Superhelden und natürlich auch in ganz anderen Medien, im Fernsehen beispielsweise. Der Suicide Squad kommt sowohl in der Serie Smallville vor, in Staffel 10, als auch in der zweiten Staffel der Serie Arrow. Und wer jetzt glaubt, dass Suicide Squad dieses Jahr der erste Film über die Task Force X wird, der hat sich geirrt. Im Rahmen seiner Animated Movies hat DC bereits im Jahr 2014 den 76-minütigen Film Batman Assault on Arkham veröffentlicht. Auch darin geht es um den Suicide Squad. Da aktiviert Amanda Waller den Suicide Squad und schickt das Team mitten ins Arkham Asylum, um den Riddler auszuschalten. Der Film zeichnet so die Vorgeschichte des Videospiels Arkham Asylum. Und am 18. August 2016 ist es soweit, da startet Suicide Squad in den deutschen Kinos. Das Drehbuch stammt von David Ayer, der sich laut eigenen Angaben sehr nah an den Comics hält. Regie hat er auch geführt und dieser Ayer ist ein ziemlich interessanter Filmemacher. Training Day hat er zum Beispiel geschrieben, einen Film, den ich sehr großartig finde. Und in Filmen wie End of Watch oder auch in Herz aus Stahl hat er Regie geführt. In Suicide Squad wird auch abermals Rick Flagg Jr. das Team der Bösewichter anführen. Der sollte eigentlich von Tom Hardy gespielt werden. Eine interessante Sache, wenn man bedenkt, dass er in The Dark Knight Rises noch Bane gespielt hat. Hardy konnte aber zeitlich nicht. Ersetzt wurde er dann von Joel Kinnaman. Jeder weiß auch bereits, dass Jared Leto als Joker mitspielen wird und sein größter Fan, Harley Quinn, die wird gespielt von Margot Robbie. Will Smith wird Deadshot, der Scharfschütze. Jay Courtney spielt Captain Boomerang. Cara Delevingne spielt die Enchantress und Viola Davis spielt die knallharte Amanda Waller. Und angeblich wird am Rande auch Ben Affleck wieder Batman spielen, so als das Schreckgespenst am Horizont. Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt auf den Film. Allerdings, jetzt zu diesem Zeitpunkt sind die ersten Kritiken bereits raus und die sehen nicht besonders gut aus. Aber ich habe ihn noch nicht gesehen. Ihr solltet euch jetzt auf jeden Fall mal unser Video vom Donnerstag ansehen. Darin haben wir auch bereits über Suicide Squad gesprochen und euch 15 verschiedene Fakten zum Film vorgestellt. Vergesst auch nicht, uns auf unseren Social Media Accounts zu abonnieren. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen hier auf die Filmfabrik mit mir, dem Alper.